So, da sind wir und weiter geht es mit 7 Days to Die. Ich habe jetzt hier die ganzen Bäume alle weggemacht. Das hat direkt XP gebracht und habe ich einen Punkt gekriegt und dann habe ich direkt auf Bergarbeitermeister gesetzt. Da kriegen wir ein bisschen mehr Sachen raus, ne? Von den Bäumen. Und dann habe ich mir noch gedacht, bevor das jetzt dunkel wird, könnten wir eventuell hier den Airdrop mal holen, ne? Das, was die uns geworfen haben, das ist genau da. Und da fahren wir jetzt mal hin, ne? Das sind meistens coole Sachen. Dann können wir das ja auch mal freischalten. So, machen wir das. Das heißt, mit dem Bike. Einmal so. Ja, können wir so nachts oder so halt dann die Base ausbauen. Aber da bin ich mal gespannt, was da für Sachen. 500 Meter, ne? Okay. Machen wir auch mal diese Ecke nochmal. Meter, war das im anderen Büro? Kann das sein? Was ist denn wieder mit der Ausdauer? Schwere Rüstung ist das, ne? Den ihn so zum Schaffen macht. 300 Meter. Das ist, glaube ich, da irgendwo, wo wir gestartet sind, ne? Hier waren wir auch die ganze Zeit nicht. Ach so, jetzt. Ja. Kannst ruhig schlafen. Einmal hier durch. Okay. 200 noch was Meter. Oh, fast platt gefahren. Ach, da ist es so schon, ne? Guck mal, es raucht so schön. Jetzt raucht es nicht mehr. So. Das nehme ich. Das auch. Okay, was soll das denn sein? Drei Bücherpakets. Okay. Öffnen. Die Karren erhöhen deine Stärke, deine Handelsfähigkeit und lassen dich so cool aussehen wie ein Dinosaurus. Lerne, wie du Zigarren fertigst. Echt? Tarnmodus. Prozent Schaden im Nachtmodus. Stärksten. Es ist gerade noch stärker geworden. Du kannst die High Power Magnum Munition fertigen. Alter, ey. Okay. Haben wir das genommen? Sind auf jeden Fall mehr Zombies unterwegs, ne? Wie am Anfang. Okay, dann fahren wir mal hier rüber. Wieder zurück. Haben wir das jetzt auch mal freigeschaltet hier im Weg? Da ist der Biker. Können wir auch hier entlang? Ein bisschen die Nachbarschaft erkunden. Genau, aus diesem Winkel haben wir das ja gar nicht gesehen hier. Unsere Base. Das ist so voll die Villa hier, ne? Auch voll mit Mauern. Das ist doch auch bestimmt eine coole Base, ey. Guck mal, das ist alles schon fertig, ne? Ich
Holy Gitter, Mauern. Riesig, das ist zu groß. Wir bleiben bei unseren kleinen. Ja. Wir bleiben bei unserem Base. Noch ein bisschen Zeit, ne? 7. Das ist ja gar nicht so weit weg, ne? Jetzt mach mir hier nicht die Base kaputt. Die war teuer. Mal gucken gehen. Ach, das ist ja Luigi's, war das doch, ne? Luigi's. Ja, habe ich jetzt keinen Bock. Nein, will ich nicht. Wir bauen jetzt weiter an der Base, ja. So. Ich nehme mal mit. Und noch so Spikes. Okay, das haben wir jetzt alles genommen. Überall, wo du gehst, kriegst du immer so Loot, ne? So, die Spikes, die haben wir jetzt genommen. Und die haben wir jetzt alle. Jetzt haben wir so noch Holz. Ich glaube, da hinten haben noch 2 Stück gefehlt oder so, ne? So, jetzt wollte ich mal sehen. Das. Okay, siehst du? Dann haben wir schon mal diese Etage. Ich habe mir ja letztlich was kaputt gemacht, ne? Sind hier weg, die 2 Dinger? Noch mehr haben die mir weggemacht. Okay, ich wollte nochmal sehen. Das haben wir schon in der Höhe schon gemacht, ne? Warte, ich gehe mal rein. Da. Da. Die Tür zu. Ich höre schon wieder Schritte hier irgendwo. Ha! Hier wollen wir auch nicht, gar nicht so gucken, ne? Ey. Ey, was? Wer macht mir wieder die Dinger kaputt? Alter, was ist denn da los? Das ist wieder so eine Horde oder was? Geh mal gucken. Guck mal da unten, ne? Der kam aus dem Haus, glaube ich. Alter, ich baue die hier hin und die bauen die mir wieder kaputt. Was ist das denn? So, geht jetzt alle mal weg hier. Bauen jetzt weiter die Base aus. Genau, und zwar in dieser Höhe haben wir gesagt. Ziehen wir das jetzt weiter durch. Ich habe keine Steine hier. Das gibt's doch gar nicht. Ich habe keine Steine hier und ich kann die. Oben habe ich aber Steine, ne? Alter, hier voll die Base, ey. Okay, geh hoch. Da hinten haben wir Steine. Hier. 200 noch was. Damit kannst du die reparieren. Lass mal die Steine drin, okay. So, dann machen wir hier weiter. Ganze Holz drauf jetzt, ne? Was muss? Das muss. Was haben wir noch? 2500. Ha!
Okay. Ziehen wir jetzt einfach durch, ne? So, Alter, diese Höhe haben wir jetzt schon die zweite Etage erreicht. So, dann habe ich mal gedacht. Ja, ist alles okay. Ist alles okay. Ich gehe mal meine Pflastersteine holen. Einmal Pflastersteine bitte. Oh, jetzt einige gesammelt hier, oder? 1000 und noch was. Sehr geil. 1000 und noch was Pflastersteine. Bedeutet. Was bedeutet das? Dass wir hier diese Höhe jetzt komplett mit Pflastersteine machen. 20 Pflastersteine pro Stück, ne? Oh. Der hat's nicht gemacht. Von innen hat er gemacht. Von außen nicht. Okay. Ha. Bauen wir unsere Mauer. Unsere Mauer. Ich weiß gar nicht, ob wir Pflastersteine selber machen können. Stimmt, ne? So meine Logik. Ich denke mal, wenn die so stehen, dann ist das diese Höhe, wo die jetzt alles kaputt hauen, ne? Es kann gut sein, dass die unten im Bereich auch machen. Die machen eh alles. Aber denke ich mal, bis zur Hordenacht, jetzt wenigstens diese Höhe jetzt schon mal machen. Alter. Okay. Die werden immer weniger. Hauen wir die alle drauf jetzt hier. Diese Höhe. Das ist das Ziel. Hallo? Okay. Die Lage war Beton, ne? Keine Beton.
Betonmischer noch bauen. Noch auch freigeschaltet, ne? So, mal gucken, ey. Das wär cool, wenn wir das schaffen, nochmal mit Beton zu machen. Alter, so viele Pflastersteine, ne? Könnten wir uns auch voll das Lager bauen jetzt, ne? Können wir alles machen, wie wir wollen. Sehr geil. Haben wir das schon mal gemacht, die erste Höhe. Ein paar war noch über. Ich dachte, da stand jetzt einer. Mensch. Sowas nicht mit mir. Da ist schon wieder einer, ne? Tür zu. Kommen die denn alle? Das wird ja spaßig hier, echt. Ich sehe schon kommen mit der Blutmondnacht. So, wir haben noch Holz. 2000 und noch was, ne? Sehr geil. Wie gesagt, Baufolge. Jetzt erstmal diesen Bereich noch weiter mit den Pflastersteinen machen. Warte. Tür. Jetzt kannst du den machen. Einmal da drunter. Ziehen die Mauer hoch. Erstmal aus Press sparen. Dann aus richtig gutem Holz. Jetzt aus Pflastersteinen, ne? Okay. Machen wir alles weg, ne? Haben wir alles auf dem Kopf. So wie geht. Boah, ein bisschen haben wir noch. Ja, dann machen wir wieder so Mission. Mal schon wieder gestiegen, ne? Durch das cool, echt, durch das Bauen hier sind wir wieder ein ganz Level gestiegen, ja. Hammer. Guck mal, wie schnell das geht. Siehst du unten? Zack, direkt. So, jetzt haben wir aber alles, ne? 6 Stück haben wir noch. Okay, sehr cool. Ha! Jetzt haben wir unsere Mauer gebaut. Mitten in der Nacht hier. Guck mal, wie cool das aussieht. Hier mit Beleuchtung. Sehr cool. Jetzt haben wir noch Holz. Noch ein paar Fackeln, ne? Kann ich ein bisschen Beleuchtung machen. Geht das nicht? So, können wir die Reihe auch mit dem Holz machen. Ha! So funktioniert das. Das, was wir haben, das Material jetzt, ne? Oder sollen wir das Holz jetzt für was anderes benutzen? Kann sein, dass die auch hier gerade das kaputt machen. Klar, komm, wir machen das jetzt. Holz können wir. Müssen das machen. Es führt kein Weg dran vorbei. Hallo?
dann. Ja, der nächste Schritt wäre dann unten Pflastersteine überall und dann hier diese Reihe auch noch Pflastersteine. Das ist der Plan. Und natürlich irgendwann mal Beton, ne? Also mal gucken, können wir so einen Betonmischer bauen eigentlich? Wie hieß er denn? Beton. Mischung. Keine Mischung, sondern. Alles, was man dafür braucht, ne? War das Munition, Werkzeuge, Fallen? So wird mir jetzt nichts angezeigt. Das sind die Favoriten. Der ist doch Betonmischer, oder nicht? Werkzeuge. Oder? Betonmischer will er nicht. Keine Ahnung. Guck mal weiter. Hier, dass du weiterkommst. Irgendwann ist das auf jeden Fall alles aus Beton, ja. So, Tag 14, ne? Wir haben gleich ja Blutmondnacht. Du Schitze. So. Ich mach das jetzt erstmal hier. Zum vorne noch ein paar Spikes bauen. Auf jeden Fall. Zum vorne noch ein paar Spikes bauen. Habe ich noch oben noch welche? In meinem Superlager hier. Gespannt, ob die Geier auch kommen, ne? Da habe ich jetzt keine Zeit gehabt, noch gehabt, das Dach zu bauen. Das können wir jetzt alles hier lassen. Zack. Das wollte ich ja auch ausbauen. Lass das jetzt mal. Muss ich jetzt bauen? Warte mal. Die Spikes, ne, genau. Ich wollte sehen, ob die Spikes da drin sind. Alter, muss ich ja so viele Sachen denken. Eieieiei. Spikes, habe ich die hier reingetan? Da waren da noch 12. Ah, vielleicht reichen die. Für das, was die uns da kaputt gemacht haben. So. Das Fahrrad erstmal weg. Da in das Eck. Und die Spikes genommen. Guck mal, was die mir zwei Reihen schon kaputt gemacht. Alter, die kommen so da durch, ey. Wenn da so eine Horde kommt. Ich hab überhaupt keine Schnitte. Die zweite nicht angenommen. Guck mal, von innen sind sie, ne? Von außen hat er die alle angenommen, ja. Die Ecken nicht so richtig, ne? Da müssen wir bei den Quests demnächst dann so Spikes. Aha.
Ich komme ja zu einfach durch, echt. Was ist denn so an Fallen? Diese Fallen, ne? Die habe ich auch eine gehabt. Oh. Die Falle haben wir auch oben gehabt. Ich denke mal, die kommen zuerst rein, da wo die Tür ist, ne? Gehe ich mal von aus, oder? Die wollen bestimmt erstmal durch die Tür, ne? Das mal alles. Das mal wegmachen. Diese Fallen funktionieren. Zack. Hoch kurz. Die Fallen, die waren hier. Wir hatten einmal hier diese Fallen. Ah, Gesundheitspunkte, bla bla, Masse. Metalldarts, ne? Wenn aktiviert. Das hier, und da haben wir auch so ein Geschütz, ne? Das haben wir beim ersten Mal auch gar nicht benutzt, ey. So, warte mal. Die Spikes, das brauchen wir jetzt erstmal nicht. Was wir alles hier haben, ne? Die Waffe jetzt erstmal auch nicht. Das war die Falle. Und das hier, ne? So. Alle, die kannst du so jetzt. Nach da schießt die dann, ne? Da hat sich jetzt wieder gedreht. Direkt davor. Ich kenne die Fallen nicht. Keine Ahnung, was die so machen. Muss man die auch dann immer so interagieren? Ach so, die brauchen Munitionssperre. Was sperren? Was denn für eine Munition brauchen wir denn? Dartfalle zu detektieren. Kann ich die jetzt nicht hier wieder abbauen? Nee, ne? Oh, shit. Egal. Das hier? Das konnte man doch auch irgendwann mal früher so hinbauen, ne? So war das. Wie dreht er sich jetzt? Hat er gerade geschossen? Was war das denn? Ich wollte dich da nur so platzieren, warte. Nicht so in diesem Bereich. Geschützturm, siehst du? Haha, jetzt haben wir dann Geschützturm. Und der schießt auf alles Feindliche, ne? Warte mal, jetzt so Stahl und sowas. Das müssen wir erstmal freischalten. Jetzt machen wir das hier mal weg, damit er mal eine freie Sicht hat, wenn die mal von hier kommen. Ja, alles weg, alles weg. So, das Auto. Da haben wir doch auch so einen Schraubschlüssel gehabt. Da können wir doch. Gibt ja nicht mal diese Animation bei den Autos. Das ist schon das richtige Werkzeug. Guck mal, was da alles gibt. Ein Auto, ne? Okay, haben wir hier eine freie Sicht für unser Robotik. Den müssen wir auch irgendwie. Munition nachfüllen, ne? Ich weiß nicht mehr, welche Munition das war. Nein, das wollte ich nicht. Ich habe den aufgehoben. Oder hat er immer Munition? Das wäre natürlich
Das wäre natürlich Bombe, ne? So, da bist du. Ah, nein, jetzt läuft das. Ach, nein. Ich wollte doch nur. Stückchen rüber. Genau, schnell kaputt die Dinger hier, ne? Alter, die halten ja gar nichts. Aber gut Schaden gemacht. Guck mal, 66 Schaden, Leben habe ich jetzt. Hier. Ist ja cool, wenn man das hier so ohne Munition, wenn er automatisch immer schießt. So, was sagt jetzt der Plan? Brauchen wir noch mehr Holz? Noch mehr Holz? Wir haben jetzt noch Holz für die andere Reihe, ne? So, gleich ist aber Tag. Wir machen ja so eine Pause. Ja, so eine halbe Stunde fast voll. Gehe ich extra hier rein. Guck mir das mal von oben an. Ah. Das wird schon schief gehen. Drei Reihen, ey. Gesagt, getan, ne? Ich bin stolz auf mich. Bravo. Super Arbeit gemacht. Einmal rum. Da haben wir ein bisschen freigelassen für die Ecke. Ah ja, und hier fehlt noch ein bisschen. Haha. Ganz durchsichtig, wenn ich die dritte Reihe. Genau, gehen wir noch ein bisschen Holz sammeln. Aber hier machen wir eine Pause, ne? Genau, hier mit dieser schönen Aussicht hier. Motel. So ungefähr. Motel, ich sage danke und bis zum nächsten Mal. Ciao.